Hallo und herzlich willkommen zum dritten Teil des ersten Rings hier bei Hearthstone der Schwarzfels. Und wir gehen direkt Imperator los. Imperator Taurisan hat Ragnaros in diese Welt beschworen. Seid so gut und vernichtet ihn. Naja, eigentlich wollen wir dir ja nicht helfen, Nefarius, aber na gut, machen wir es ausnahmsweise. Der Kampf ist auch gar nicht so schwer, ihr kennt ihn ja noch aus dem Normalmodus. Hier ist das Deck, das ich auch entsprechend benutzt habe, das sogenannte Eheberater-Deck, ist einfach dafür da, dass wir zum einen halt eben eine starke Gruppe aufbauen, aber zum anderen Möglichkeiten haben, die gute Myra halt eben auch ein bisschen zu buffen, da gerade im späteren Kampf oder gegen Ende des Kampfes doch ein paar Fähigkeiten kommen, die sie mit ihrem einen Leben halt eben doch töten können. Und ja, eine Runde später sind wir halt tot. So, unser Startdeck ist eigentlich so normal, ja, alles was wir so am Anfang halt ein bisschen brauchen können. Ein bisschen Buffing hier und ein bisschen Karten ziehen, damit wir schön eine Möglichkeit haben, einfach durchzustarten. So, wir kriegen jetzt am Anfang natürlich hier ein bisschen auf die Ömme. Wir ziehen irgendwie noch keine guten Karten. Und deswegen heile ich mich hier auch einfach mal nochmal ein bisschen. So, irgendeinen schönen Diener, den ich gebrauchen könnte. Er liegt jetzt natürlich hier mit weiteren 6 Schaden halt eben irgendwie dran. Und da kommt auch schon der Lichtbrunnen, der ist natürlich praktisch. Den können wir aufbauen, verdoppeln, beziehungsweise halt eben inneres Feuer machen wir jetzt noch nicht. Sondern ich nehme das jetzt einfach mal direkt zur Heilung. Deswegen spiele ich eigentlich da auch der Priester, weil dann können wir einfach hier trotzdem einiges an Schaden anfahren. Aber gehen halt eben nicht gleich drauf. So, jetzt werde ich hier eine kleine Phalanx dagegen setzen. Beziehungsweise, ja, sollen wir den übernehmen? Oder den... Ja komm, den nehmen wir rüber. Dann hauen wir die beiden einfach direkt gegenseitig um. Dadurch bekommt er auch den Schaden drüben. Und wir bekommen eigentlich nur die 3. So, sie wird nochmal gebufft. Gott sei Dank hat sie schon den Angriff gemacht. Also ein normaler Spieler würde das wahrscheinlich anders machen. Aber jetzt können wir halt eben unseren Brunnen entsprechend buffen. Da einmal... Und haben jetzt einen 10-10er halt eben dran liegen, gegen den er nicht direkt was machen kann. Wir sollten den Brunnen allerdings niemals auf 4 fallen lassen, da er dann halt eben böserweise, einen Flammenstoß halt eben spielt, der alles kaputt machen würde. So, wir heilen uns wieder, sind wieder oben schön oben auf 19. Jetzt kommt natürlich nochmal ein Verdoppler, aber macht nichts, den können wir ja hier für unsere Lichtbrut halt eben nutzen. Oder ja, wir spielen die Lichtbrut und den anderen sollen wir ihn mit dem weghauen. Ja, machen wir es kaum mit dem. Macht eh nur 2 Schaden. Dann können wir uns dafür auch nochmal hier ein bisschen heilen. So, nächste Runde. Er ist wieder dran. Myra geht natürlich wieder direkt bei uns ins Gesicht. Und er zieht Karten. Scheint offensichtlich nicht so schön was zu haben. Die Karte ist natürlich eklig, weil wir sie zweimal besiegen müssen. Und ja, ich spiele noch die zweite Lichtbrut, damit wir einfach langsam wirklich hier eine sehr, sehr schöne Möglichkeit haben, dagegen anzuhalten. Haben jetzt hier nochmal einen 10-10er, gehen auf den ersten los. Jetzt kriegt er einen 1-1er und den nehme ich mit dem hier weg. Und ja. Für ihn wird es langsam ein bisschen schwieriger, weil, also wir heilen uns halt immer für die 3 Schaden. Er kriegt keinen Schaden bei uns richtig durchgesetzt. Wir haben hier 25 Schaden, die wir direkt austeilen können. Und er spielt einen kleinen Lepragnom. Okay, gut, eine Klerikerin, das ist natürlich sehr, sehr schön, weil wir hier ja auch einen Brunnen liegen haben. Deswegen spiele ich die aus. Nehmen den 5-5er auf ihn drauf, kann dann vielleicht sogar nachher hier Karten ziehen über die Heilung. Aber hau ihm jetzt auch gleich mal hier auf 36 Schaden runter. So, den nehmen wir auch noch mit rein, falls er nochmal so kleine Karten spielt. Und ich heile lieber erstmal mich. So, was macht er jetzt? Er geht auf den und da kommt auch schon der Flammenstoß, den ich gesagt habe. Wenn irgendeine Karte unter 4 ist, dann nutzt er das natürlich gnadenlos aus.
Wir haben allerdings immer noch genügend Schaden dran liegen. So, konnten auch schön Karten ziehen. Dann setzen wir die rein. Heilen unseren Brunnen, damit dem in der nächsten Runde nichts passiert. Und... Die Verdammten stehen da. Ja, nehmen ihn noch rein, damit, wenn irgendwas, wenn er drauf gehen sollte, dass, oder nochmal einen Flammenstoß gibt, dass wir halt eben den 3-3er. Die ist natürlich eklig hier in dem Moment. Und jetzt brauchen wir eine schöne Möglichkeit, wie wir den weghauen können. Wir haben einen 7-7er dran liegen. Der hat leider nur 2 Schaden aktuell. Deswegen gehe ich hiermit mal raus. Lass den mal dran liegen, den 6er. Der wird eh wahrscheinlich bei uns aufs Gesicht gehen. Beziehungsweise so können wir natürlich auch ihn direkt einfach umhauen. Es hat gelangt. Es waren sehr einfache Kampf. Ihr hättet den anderen Zwerg töten sollen. Lasst keinen am Leben. Ja, dafür gibt es dann nochmal ein kleines Goodie, wenn man das schafft. Aber ihr seht, es ist ein leichter Kampf. Wenn man schnell durchhaut. Ich würde auch empfehlen, wenn ihr das plus 2 Schild und Karte ziehen bekommt, setzt es auf Myra an, damit falls er halt eben einen Tank baut, diesen, wie heißt er, nachmischt, egal, dass ihr dann halt eben trotzdem noch eine schöne Möglichkeit dagegen habt. Ja, das war der erste Flügel. Nächste Woche geht es dann weiter mit dem geschmolzenen Kern. Darauf treffen wir dann auf Gar und Majordomus und natürlich Ragnaros. Und ich bin schon sehr gespannt auf die Kämpfe. Ich danke dir vielmals fürs Zuschauen. Wenn es dir gefallen hat und du nächste Woche auch wieder dabei sein möchtest, dann gib ein Like bzw. abonniere den Channel und dann sehen wir uns da. Also bis dann. Ciao, ciao. Let the games begin. You mortals are nothing to my kind! Do you hear? Nothing!